Gefänge steif stellen und in dem Moment, wo sie drehen, und das vorne die Finger, die treiben den Teig zur Mitte und dann wird er durch die Drehung rund. Und dann? Drehen. Das dreht sich bei mir nicht. Doch, klar dreht sich. Es wird doch runter. Stopp. Rum. Rum in der Mitte. Von der anderen Seite auch? Zack. Ah ja, auch noch. Vor allem, wenn wir das jetzt alle so lang machen. Das war jetzt ein komisches Tortlet. Das sieht halt für eine Frau mit den Reihen lang gesagt. Ja, alles nicht. Da war ein bisschen mehr dabei. Dann machen wir das so. Hinterher weiden wir es noch. Ja, genau. Ne, also. Gib doch nach. Genau, gib nach. Also. Ja, ja, ich bin schon sehr zufrieden. Ja, ist ein bisschen eiförmig geworden, aber ich bin zufrieden. Ja. Jetzt müssen Sie ja erstmal Schmand drauf machen und dann der Speck gern haben möchte, Speck drauf und dann die Kräuter. Irgendwie hat unser Bäckermeister ein permanentes Grinsen im Gesicht. In der Freude, weil die Bäckerschüler so gut sind. Genau. Genau. Schön sauer. Mit Rosenkandiszucker. Also ich muss sagen, die Nähling haben sehr gut gearbeitet. Wow. Also, danke. Lecker, schön erfrischend. Der Rand ist schön kross. Mit Doppel-F? Kroff. Und, wie schmeckt's? Wunderbar. Sehr lecker. Gut, ja. Man riecht den Rucola, gell? Mhm. Ich fand's auch richtig schön, weil, wie sie sagt, das war einfach eine gute Mischung. Ich laufe gern durch Städte und bekomme nicht zu viel Informationen, sodass ich das noch aufnehmen kann und mir selbst angucken kann. Kaffee zwischendrin, guten Fisch zwischendrin, jetzt zum Abschluss noch ein Wein und ein selbstgebackenes Brot. Besser kann es nicht werden.